Call of the Wild, wo wir gerade in dem Seven vs. Wild Fieber sind, bietet sich sowas ja auch an, wenn man da schon nichts sieht, wie man jagt, weil sie nur Kokosnüsse finden. Wir setzen unser Spiel fort, was wir angefangen haben, und zwar in der Hurugana-Savanne. Und wollen heute mal versuchen, einen Löwen zu erlegen. Ob uns das gelingt? Keine Ahnung, aber wir versuchen es. Schauen wir mal erst auf dem Hochsitz, was hier Schönes zu finden ist. Ob man denn überhaupt was findet. Sind Elefanten? Warzenschweine. Warzenschweine. Interessant, interessant. Habe ich tatsächlich auch noch keins davon erlegt. Allerdings finden die sich sehr weit entfernt. In nordwestlicher Richtung liegend. Wir gucken mal weiter. Weil eigentlich wollen wir ja heute einen Löwen erlegen. Aber als Jäger ist es meistens auch so, dass man nimmt, was man vor die Flinte kriegt. Und in gewissen Situationen einfach umdisponiert. Deswegen halten wir das mal als Option fest. Und da haben wir eine Spur. So, die Frage, von welchem Tier. Wahrscheinlich eins der häufig auftretenden Antilopen. Obwohl wir eigentlich, wenn man mal die Karte betrachtet, hier in einem Jagdgebiet sind, was relativ Streifengnus, Spießbock, Warzenschweine. Ja. Okay. Ich würde sagen, das müsste, glaube ich, das Bedürfnisgebiet eines Löwens. Genau. Das habe ich schon entdeckt. Ich habe schon ein bisschen vorgespielt, habe schon ein bisschen die Savanne erkundet. Bin auch ein bisschen rumgereist. Um nicht ganz von Null anzufangen, sagen wir mal. Deswegen, ja, würde ich sagen, wir probieren, gucken, ob sie überhaupt noch da sind. Ja, wir sind noch da. Ich würde sagen, wir probieren das einfach mal. Und hoffen, dass sie, wenn wir jetzt den Hochsitz verlassen und uns dorthin begeben, dass sie denn noch da sind. Wir werden erstmal ein bisschen laufen, weil die ja doch relativ weit weg sind. Kann ich sie von hier aus sehen? Ja, kann ich sehen, sehr gut.
Werden wir ein bisschen laufen. Werden schon mal ein bisschen ausrüsten mit Antigeruchsspray. Sagen wir das Wildnis-Deo. Schauen wir mal, ob wir uns da so langsam mal ranpirschen können. Was haben wir hier für eine Spur? Untersuchen. Kleiner Kudu. Ja, das ist immer so ein bisschen ein Nachteil, wenn man. Unterwegs ist, dass man auch gerne von anderen Tieren, auf die man keinen Fokus legt, dass die einen die Tour vermasseln und einen verraten. Bewegen sich so ein bisschen. Die Warzenschweine ist auch mal gefährlich, dass man sie aus den Augen verliert, wenn sie immer so viel sich bewegen. Und man schleicht sich quasi in eine Position ran, wo sie gar nicht mehr sind. Gerade wenn das Land ein bisschen hügelig ist, passiert das häufiger mal. Dann hat man halt das Pech. Dann kommt man da an und dann ist die Beute weg. Wie jetzt zum Beispiel kann sowas ganz gerne mal passieren, wenn man sie einfach so aus den Augen verliert. Und ist halt einfach ein Stück weiter gewandert. Aber dadurch, dass sie dann. Irgendwas hat uns verraten. Erfolgreich. Das war nüscht. Ja, ich habe nicht gesagt, dass ich ein guter Jäger bin. Ja, das habe ich tatsächlich nicht. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Und weil eigentlich sind Warzenschweine ja auch relativ aggressive Tiere, die einen ja auch eventuell mal angreifen. Oh, wir haben es also erwischt, das ist schon mal gut. Dann können wir unserem kleinen Begleiter, nämlich dem Fred, mitteilen. Er möchte doch bitte mal die Spur untersuchen. In der Hoffnung, dass wir. Vielleicht Glück haben und das Tier seine Verletzung erliegt. Wir untersuchen nochmal die Blutspur. Ah, blutet sehr, Blutungsgrad sehr niedrig. Das ist dann immer schwierig. Wo ist er? Wo bist du? Ja. Dem hohen Gras verliert, da ist er. Verliert man ganz gerne mal die. Weil noch haben wir eine Blutspur. Das ist immer gut. Also kann man wenigstens sehen. Getroffen habe ich. Hase. Problem meistens ist, dass eigentlich der Hund die Tiere na, bei der Verfolgung mehr aufschreckt,
als nötig, gerade wenn er dann noch bellt. Aber der Vorteil ist halt dadurch, dass er die Fährte hat, kann man das relativ. Oh, wir sind in einem neuen Gebiet. Jetzt natürlich die Frage, vielleicht habe ich Glück und ich sehe eins der Tiere. Hase. Ein Häschen. Ja, das wird wieder so eine Sache wie bei bei meinem letzten Versuch, einen Löwen zu erlegen. Den habe ich mehrmals getroffen, aber ja, die Blutung war leider nicht stark genug, um das Tier zu erlegen. Oder dass es der Verletzung erliegt, besser gesagt. Und so habe ich es bis in dieses Gebiet hier, in dem ich vorher war, verfolgt. Und ja, bin aber leider nicht erfolgreich gewesen. Also der Löwe ist dann irgendwann scheinbar wieder genesen, hat dann noch keine Blutspuren hinterlassen und dementsprechend war mein treuer Begleiter dann irgendwann nicht mehr in der Lage, die Pferde zu verfolgen. Naja, und dann ist eine relativ freie Fläche. Also wenn die nicht plötzlich wieder die Richtung wechseln. Ja, ich weiß, ich weiß. Dann sollte ich eigentlich in der Lage sein, die doch zu erhaschen. Keine Chance. Keine Chance. Und wahrscheinlich die andere Richtung. Im Bogen gelaufen. Und haben mich weiträumig umlaufen. Und dann ist es natürlich wieder. Die rennen mich dann quasi zurück in ihr altes Gebiet und ich stehe hier wie Pik 7. Ja. Ich glaube, das wird nichts mehr. Die sind über alle Berge. Dann gucken wir mal, wo befinden wir uns denn? Dann rennen wir mal hier zum Aussichtspunkt, dann haben wir ein bisschen wenigstens was entdeckt. Und vielleicht haben wir beim nächsten Aussichtspunkt wieder bessere Chancen und entdecken ein neues Tier. Vielleicht auch, wie eigentlich ursprünglich ja geplant, ein Löwen. Trabend, in diese Richtung sind sie gelaufen. Hier haben wir noch ein Schlafgebiet. Scheinbar. Oder ein Fressgebiet. Gebiet, ja. Genau, dann haben wir vielleicht tatsächlich die Chance, einen Löwen zu entdecken und zu erlegen, was ja eigentlich der ursprüngliche Plan für die heutige Folge, nenne ich es mal, für das heutige Video ist. Kleiner Kudo. Relativ sprunghafte Viecher. Ist auch eine
sehr schöne Aussicht. Das muss man mit dem Spiel wirklich lassen. Es hat tatsächlich eine sehr schöne Umgebung mit sehr schönen Views. Warzenschweine sind auch echt schnelle Tiere. Das heißt, die werden schon über alle Berge sein. Aber irgendwann sind die auch dran. Was haben wir hier? Gudo. Bergsteigen nicht so mein Favorit, aber sehr hochgelegener Aussichtspunkt. Guckt man sich das mal an. Ist doch eine echt schöne Aussicht hier. Da ist ein Flusslauf, der natürlich dann auch noch dementsprechend viele Tiere anlockt als Trinkstelle. Man muss auch dazu sagen, ich habe nicht das beste Gewehr. Ich habe so ein Standardgewehr. Ich habe auch die Standardmunition. Also ich bin, wie schon erwähnt, nicht unbedingt der erfolgreichste Jäger. Das heißt, ich habe auch nicht so viel Geld mittlerweile erspielt, dass man sich bessere Waffen kaufen kann. Was man natürlich kann, wenn man ein bisschen was gespart hat. Aber das ist auch nicht meine Prämisse, hier das beste Equipment zu haben, sondern mir geht es einzig und allein wirklich darum, so ein bisschen Spaß zu haben, hier ein bisschen zu erkunden, ein bisschen durch die Gegend zu streifen, das ein oder andere Tier zu erlegen. Und gegebenenfalls, ja, wenn sich das denn anbietet. Ja, da ist der Checkpoint, der Außenposten. Wenn es sich dann anbietet, dann ein bisschen Trophäen sammeln. Aber dafür muss man die Tiere ausstopfen. Ein Trophäenhaus hätte ich. Das wäre jetzt nicht das. Kann man das benutzen? Das kann man nicht benutzen. Schade. Ja gut. Also muss man ein Trophäenhaus für haben, damit man sie auch aufstellen kann, weil sonst bringt es einem nichts, die Trophäen auszustopfen. Und ja, das hätte ich zwar, aber ich habe gar nicht das Geld dafür, um Tiere auszustopfen, weil das kostet. Ich finde es wirklich verhältnismäßig viel das, was man von Tieren bekommt. Gut, es hängt natürlich auch noch an, wie gut erlegt man die Tiere, wie gut erhalten ist der Körper oder wie auch immer. Aber nichtsdestotrotz finde ich, da ist so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit nicht so ausgeglichen. Aber gut, das ist mein persönliches Empfinden. Das ist ja bei jedem anders. Einige, die sagen, ja, und da sind die Warzenschweine wieder. Wollen wir es nochmal probieren? Probieren es nochmal.
Vielleicht sind wir diesmal ein bisschen erfolgreicher. Wir werden es diesmal wirklich mit Richtung laufen. Jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte. Achso, ja, genau, vielleicht empfindet es der eine oder andere natürlich als verhältnismäßig gut, ausgeglichen, wie auch immer. Sehr dicht dran. Dieses Schwein entfernt sich sehr weit von der Herde. Ich werde mich richtig langsam anpirschen. Also ich schleiche jetzt quasi über den Boden. Mal auf die Straße begeben. Dort wird mich nämlich das Schwein zwar auch erkennen, aber ich kann es besser sehen, weil jetzt liegend sieht man ja, das Gras verdeckt mir komplett die Sicht. Und ich habe keine Ahnung, wieso sich dieses Schwein so weit entfernt von den anderen. Aber getroffen habe ich es. Ich habe es gesehen. Aber wahrscheinlich für mein Glück wieder nicht ausreichend. Und jetzt natürlich die anderen Tiere aufgeschreckt. Die natürlich auch gleich das Weite gesucht haben. Ja, was soll man sagen? Aber ich sehe es jetzt da nicht laufen. Wir probieren es einfach mal. Wir laufen einfach mal hin. So, wir können natürlich mal hier laufen und gucken. Da hinten laufen die anderen Tiere, die wir aufgeschreckt haben. Die laufen natürlich jetzt schnurstracks davon. Da ist noch ein Tier, das war das andere, was so ein bisschen abseits stand von der Gruppe. Aber wir gucken trotzdem. Laufen da mal hin. Vielleicht ist es ja nur bis hinter den Busch gelaufen und dann gestorben. Keine Organe getroffen. Blutung sehr niedrig. Hier haben wir es das zweite Mal getroffen. Nicht tödlicher Treffer, sehr frisch. Okay. Das läuft noch. Blutung sehr niedrig. Ich glaube, das war nichts. Oder? Liegt es da vorne? Sieht ein bisschen aus. Ich glaube, ist tatsächlich gestorben. Tatsächlich. Wir haben es erwischt. Dann habe ich das erste Warzen.
Schwein. Und wenn ich das gerade richtig im Schatten sah, tauchte hier schon der erste Geier auf. Loben wir erstmal unseren Wuffi. Da müssen wir so eh mal die Bindung ein bisschen. Ein Warzenschwein. Schönes Tier. Wo ging der erste Schuss hin? Der erste Schuss ging Hinterlauf. Unterschenkelknochen rechts in den Muskel. Der zweite Treffer. Okay. Der ging Muskel, Hüfte, Hinterlauf, Oberschenkel, Knochen, links, Darm, Magen. Und das war dann nachher das, was ihn umgebracht hat. Weil der Darm und der Magen quasi was abgekriegt hatte. Und da kann man sehen, ich kann das Tier nicht ausstopfen, weil das Geld nicht reicht, weil mein Geld nicht reicht. Wir bekommen für das Tier 528 Geld. Ich denke mal, das werden Dollar sein. Ich bekomme 91 Erfahrungspunkte. Und ja, da kann man nochmal die Daten des Tieres, sein Geschlecht, männlich. 99,24 Kilogramm wiegt das Tier. Fell hat es rotbraun. Verfolgungsdistanz 267 Meter, das war also nicht so viel. Schwierigkeit 3, sehr leicht. Trophäenart Stoßzähne und Trophäenorgane Schädel. Ja, sehr gut. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Kaufen wir. Geld ist, was wir brauchen. Dementsprechend wollen wir nochmal unseren kleinen süßen Fratz da hinten. Ja. Komm her. Hast du gut gemacht. Ja, das ist ein bisschen. Mal ein bisschen spielen. Hey, bleib doch hier, wo willst du hin? Wir wollen spielen. Hier oben. Ach, dann bleib doch mal sitzen. Sitz. Fein, machst du das ja fein. So, mal ein bisschen mit ihm spielen, damit er ein bisschen Bindung aufbaut wieder. Weil wenn er nur nebenher laufen muss, das findet er nicht so toll. Bist ein Jota, bist ein Jota. Dann Fuß. Und dann gehen wir mal wieder hier rüber. Und schauen mal, ob wir Glück haben. Aha. Okay, das ist jetzt weggerannt. Weil es uns gesehen hat, gerochen. Natürlich immer schwierig, wenn man nicht drauf achtet. Manu. Aber wo bist du denn? Wo ist die Sau, der alle warnt? Wir werden uns jetzt einfach auf die Lauer legen, wenn quasi warten, bis die Tiere zurückkommen. Ah, nicht unbedingt kriechend. In die Hocke gehen. Oh, nachladen sollten wir auch. Wenn es tatsächlich was für die Flinte läuft ohne Munition, ist man blöd. Oh. Okay, wir müssen. Habe ich noch andere Munition mit? Hatte.
Das ist die Standardmunition. Das andere waren, die haben eine etwas höhere Durchschlagskraft. Aber ja, erstmal ist wichtig, dass wir überhaupt genug Munition haben. Deswegen wechseln wir wieder auf die Standardmunition. Da habe ich ein bisschen mehr von. 267 Schuss habe ich quasi im Repertoire. Und damit sollten wir in der Lage sein, trotzdem auch Warzenschweine zu erlegen. Ich finde das eine ziemlich schöne Position, ehrlich gesagt. Wenn wir uns jetzt mal hier hinlegen. Wenn wir uns hinlegen, sieht man gar nichts, ne? Das ist immer so eine Sache, das ist immer schwierig. Mal Platz. Das ist natürlich die Sache. Man könnte jetzt hier warten, bis die Schweine wiederkommen. Das Problem aber bei der Sache ist, solche Futtergebiete werden meistens immer nur zu bestimmten Zeiten aufgesucht. Kurz überlegen. Ich glaube, wenn ich das richtig sehe, da hinten. Okay, nee, das sind Steine. Ja, es ist auch immer schwierig. Man verwechselt ganz oft Steine oder Büsche mit Tieren und dann denkt man, oh. Und dann guckt man durchs Fernglas und dann denkt man, oh. Und so schnell ist man von dem, wir erlegen einen Löwen, wieder abgekommen. Ja, ich glaube, da war gerade was. Da hat sich gerade was bewegt. Aber so heiß. Vielleicht war es auch einfach nur das Flimmern der Hitze. Die Flimmer der Hitze. Wir suchen mal. Wir markieren uns mal hier den Außenposten. Das wäre der nächste Step, wo ich quasi hingehen würde. Und vielleicht werden wir es auch mal tun und werden dann, wenn wir den erreicht haben, diesen Außenposten wieder aufsuchen. Denn hier ist ein Bedürfnisgebiet für Löwen, dass die quasi immer in der Zeit von 8 bis 12 Uhr aufsuchen. Okay, das wäre jetzt schon vorbei. Aber irgendwo hatte ich doch noch eins. Spießbock. Spießbock. Ich habe nämlich irgendwo Bedürfnis da. Dieses Bedürfnis bitte. Ich meine sogar, das war quasi ein Fressplatz. Und dann würden wir nämlich zu diesem Außenposten schnell reisen und würden dann wieder hierhin gehen und versuchen, einen Löwen zu erlegen. Hier habe ich nämlich auch schon einen Löwen quasi angetroffen und habe den nämlich dann verfolgt. Und ich meine sogar, das war diese Route hier, hier rum. Und dann ist der nämlich hier in diese Richtung geflüchtet
Und hier irgendwo habe ich ihn, glaube ich, verloren. Und dann bin ich halt zum Auspassen hierher marschiert. Genau, ich glaube, das ist eine ziemlich gute Idee. Das werden wir, glaube ich, tun. Dann werden wir mal wieder aufstehen hier. Und vielleicht haben wir auf dem Weg dorthin nochmal Glück und entdecken noch ein Tier, was wir erlegen können. Ja, man täuscht dich mal ganz oft, das ist wirklich sowas. Leider sehr häufig täuscht man sich da. Achso. Hätte ich fast mein Hündchen vergessen. Den Newton Fred. Nix. Ich habe leider auch noch nicht so wirklich viele Tiere gesehen auf dem Haufen. Also sprich ganze Herden. Was ich ein bisschen schade finde, weil man ja eigentlich weiß, dass gerade in der Savanne die Tiere eher in, oder die meisten Tiere. Oh, Kaffernbüffel. Schön. Fressen. Ja, 12 bis 15 Uhr. Gucken auf die Uhr. 13:74. Das wäre ja quasi jetzt so um die Uhrzeit. Dann werden wir uns mal ein bisschen umgucken. Da hinten sehen wir Kaffernbüffel. Die sind auch relativ angriffslustig, das weiß ich aus Erfahrung, denn mich hat schon einer tatsächlich erlegt. Die bringen auch relativ viel Geld. Dann werden wir werden da oben wieder auf die Anhöhe gehen, damit wir die besser im Blick behalten, wenn wir nämlich jetzt da unten in dieses Tal marschieren, nenne ich es. Ich nenne es jetzt immer Tal. Wir wissen alle, es ist kein richtiges Tal. Aber wenn wir da jetzt hinmarschieren, dann verlieren wir die nämlich ganz schnell aus den Augen, weil die einfach dann über die Kuppe gehen und weg sind. So. Wir versuchen jetzt da vorne, da in der Ecke, wenn ich gesehen habe, war ein riesengroßer Stein. Wir versuchen uns bis da jetzt vorzugehen, nicht, dass sie uns noch hören oder so, vorzuarbeiten und dann uns da gut zu positionieren, in der Hoffnung, dass wir einen erlegen können, weil, oder vielleicht auch zwei, wenn man die gut trifft. Da ist natürlich wieder das Problem, dass meine Munition nicht die beste ist. Und das Problem. Da ist auch noch irgendwas, was läuft da rum? Irgendein Tier habe ich gerade da hinten gesehen. Das wäre natürlich jetzt das mega Blödeste, wenn. Hier uns jetzt verrät. Wir können uns ja mal die Spuren hier angucken. Das sind wahrscheinlich Warzenschweine. Ja. Da. Das kommt nämlich direkt auf uns zu. Was richtig blöd ist, weil wenn wir das jetzt schießen. Oder
Ich glaube, es hat uns entdeckt. Ja, und es läuft natürlich genau da hinten hin zu den Kafferbüffeln, wo auch noch mehr Schweine sind. Extrem leicht. Sehr schwer. Jetzt ist die Frage, extrem leicht. Probieren wir eins von diesen schweren Tieren, die gerade rumfressen? Oder schwer. Die natürlich mehr Geld bringen. Allerdings, wenn wir die natürlich nicht ordnungs. Wenn wir den nicht treffen, dann ist der weg. Die rennen einfach. Oh, schön ist hier da in die Höhle. Und wenn sie liegen, sind sie natürlich noch ein bisschen leichter zu erwischen. Und das Tier liegt auch. Und das ist extrem leicht. Und das hat eine sehr rötliche Färbung. Ist die Frage, ist noch. Rotfärbung vom Fell, irgendwas Besonderes? Gibt es dafür mehr Geld? Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht genau einschätzen, also gar nicht beurteilen, weil ich habe sowas noch nie gehabt. Aber ich glaube, es hat sich gerade hingelegt. Nee, doch nicht. Das andere steht wieder auf. Unser Zeitfenster ist auch nicht das größte. Wir probieren es aber. Wir probieren es. Ist die Frage, kann ich überhaupt so weit zielen? Ja, kann ich. Also noch ein bisschen dichter ran wäre natürlich schöner, ne? Aber dann gehe ich wieder zu. Nachher wieder zu dicht. Ich hasse das. Probieren es einfach. Wir probieren es. Versuchen uns so ein bisschen vorzutasten. Oh, da vorne sind die Warzenschweine. Wenn die uns jetzt sehen, dann ist es eh vorbei. Wahrscheinlich. Ja, jetzt ist die Frage. Kaffernbüffel oder Warzenschweine? Die Warzenschweine wären echt dicht dran, ne? Und da könnte ich vielleicht beide erwischen, wenn ich die beide jetzt schieße. Aber dann sind die Kaffernbüffel weg, wenn ich jetzt feuer. Dann sind die weg. Und die bringen wahrscheinlich mehr Geld als die Wildschweine. Wobei ich bei den Kaffernbüffeln nicht sicher bin, ob die mich angreifen, wenn ich sie jetzt verschieße. Wahrscheinlich nicht. Die wehren sich nur, wenn man dicht genug dran ist, ne? Die werden nicht wegrennen. Die werden nicht auf mich zurennen. Ich dachte ja auch bei Wildschweinen, dass sie sehr aggressiv sind. Trivial. Ich schieße das Wildschwein, das ist so dicht dran. Okay, die haben tatsächlich. Okay. Ja, man sieht, man kann auch sterben. Also nicht wirklich sterben. Aber der Vorteil ist, wir müssen richtig weit laufen. Da, wir genau hier. Das letzte Mal uns ja quasi kosten 10 Patronen 530. Ich finde es auch sehr teuer. Ich habe 1438 Pfund. Ich glaube, Pfund-Symbol ist es oder so. Oder Yen, ich weiß nicht, ich bin nicht so gut in ausländischer Währung. Und 530 kosten 10 Patronen. Also ich finde es
Keinen. Ja, die Durchschlagskraft ist 30, also ist doppelt so viel wie bei der normalen. Aber ja, macht es Sinn, sie zu kaufen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, wir werden hier rausgehen, wir werden das Zelt mal mitnehmen, zerlegen, dann werden wir es einpacken und dann gucken wir mal, in welche Richtung müssen wir. Ja, wir werden es tun, wir werden da. Moment, ich muss einmal kurz gucken. Achso, wir können natürlich auch das einfacher machen. Ich glaube, hey, hören die? Gehen wir kurz beiseite. Ich weiß nicht. Doch, es geht. Das geht. Damit wir ein bisschen. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen sehr laut und wahrscheinlich werden die Kaffeebüffel abhauen, aber das Problem ist, wenn wir jetzt dahin laufen, dann ist es so spät, dass wir. Das war hier. Wir werden bis hierhin fahren, wo die Warzenschweine waren. Und gucken wir mal, in welche Richtung wir müssen. Wir werden einfach mit unserem Quad dahin fahren. Und vielleicht haben wir Glück und eine Kaffeebüffel ist da. Und dann retten wir uns auf den Stein in der Hoffnung. Und ich hätte es nämlich, wie gesagt, schon mal, dass ich den Kaffeebüffel angegriffen habe. Auch erlegt hat. Die Magie geht relativ schnell. Aber zweimal quasi gerammt. Oh mein Gott, schwierig. Keine Ahnung, wie das ist. Die Magie auch nicht schon. Also vor allem die Mühe, da mit dem Fahrrad drin zu haben. Das ist so abgeziehen, das ist nicht auch. Also die waren ja doch schon einen Augenblick weit weg. Ich hab das nicht auf. Kaffeemittel geschossen, sondern auf die Warzenschweine. Und das eine müsste ich eigentlich legen. Das andere ist auch noch weg. Wahrscheinlich noch Kaffeemittel. Gut. Ich habe trotzdem. Sind wir schon da? Wir sind schon da. Da oben laufen sie. Das war nicht der, nicht mein Plan.
Ach ja, wieder nicht drauf geachtet, keine Munition im Lauf. Das ist natürlich nicht so gut. Dieses mit dem Quad ist noch relativ schnell. Das heißt, wir fahren jetzt einfach in den Berg hoch. In der Hoffnung, dass die noch nicht so weit weggerannt sind. So. Oder auch nicht. Ach, diese Steine. Ja. Steine. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Aber wo, warte mal. Ist ja auch nicht das Gebiet, wo ich war. Wo ich war, ist da vorne. Ja, da vorne. Hier vorne ist doch wieder so ein Ausgangspunkt. Ja. Baum. Dann holen wir unser Zelt raus. Und errichten das hier vorne. Dann gehen wir da kurz rein. Und dann gehen wir wieder dahin. Kurz hier, zack. Denn ich meine, hinter dieser Kuppel, da ist ja auch das Fressgebiet der Kapernbüffel. Und dann müsste rein theoretisch ja auch noch die andere Herde sein. Also, weit hier, genau, hier ist der Fressplatz von dem Warzenschwein gewesen. Diese Richtung. Okay, die sind natürlich jetzt weitergezogen. Aber mit einem wenig Glück. Nee, leider nein. Okay. Aber es kann natürlich auch sein, dass das die Herde war. Dadurch, dass ich hier gestorben bin, man muss dann ja beim gestorben. Beim Respawn berücksichtigen, dass ich da ja wieder zurückgebracht wurde und dann wieder herlaufen oder herfahren. Wie auch immer. Dann noch. Zeit vergeht. Schade. Ich hätte gerne so einen Kafferbüffel erlegt. Aber wenn das nicht sein soll, dann brechen wir die Zelte wieder ab.
und werden uns dann doch zu dem Außenposten begeben und den Plan verfolgen, einen Löwen zu erlegen. Ein wunderschöner Löwe. Da ist ein Löwe trinkend. Da gehen wir hin. Den werden wir versuchen zu erlegen. Wir werden versuchen, so dicht wie möglich auf die andere Uferseite zu kommen, ohne dass uns der Löwe entdeckt. Hoffen, dass da auch kein anderes Tier ist, das uns quasi verrät. Jetzt ist natürlich wieder weg, aber er ist immer noch da. Wir werden uns mal ducken. Schön, 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 schön. Versuchen wirklich so weit wie möglich ranzugehen. Ich weiß gar nicht. Also man sieht ja unten rechts die Anzeige und man kann auch dort erkennen. Da. Dort erkennen, wie laut man quasi ist. Ich finde das immer sehr schwierig, weil das ja eine, also man kann sich gar nicht lautlos anschleichen. Sehr schwer zu erliegen. Bis ans Ufer zu kommen. Ich glaube, dichter werden wir nicht kommen können. Bell nochmal, dann ist er weg. Gucken, ist er noch da? Er ist noch da, er trinkt immer noch. Vielleicht kommen wir bis zu dem Baum, um freie Schusswaffe zu bekommen. Schön wäre natürlich von hinten. Oh, es bewegt sich. Dann sollten wir unsere Chance jetzt nutzen. Ich glaube, das war nichts. Außer er greift uns jetzt auch an. Das wäre neu, weil bisher die Löwen, die ich gefunden habe, immer gleich Reis ausgenommen haben. Bis auf einen, der lief dreimal im Kreis. Und obwohl ich ihn mehrmals getroffen habe, war der auch so gut wie gar nicht verletzt. Ja, ich glaube, der hat auch Reis ausgenommen. Und das Problem ist, ich glaube, ich habe den auch nicht sehr gut getroffen. Vielleicht ein bisschen im Hinterlauf, aber ich glaube, es ist nicht so trinkend. Okay, hier gibt es natürlich auch noch einen Posten zu 1700. Ich glaube, den könnte ich mir tatsächlich leisten. Nee, kann ich mir nicht leisten, okay. Elfenbeinkreis. Heißt das Gebiet hier? Ich glaube, ich habe ihn nicht getroffen. Ich glaube, ich habe ihn gar nicht getroffen.
Laufend, okay. Wir versuchen mal die Spur so ein bisschen zu verfolgen. Gucken. Trabend. Okay, dann. Oh, ich habe ihn gehört. Aber nur weil ich ihn gehört habe, heißt das noch lange nicht, dass man ihn sieht. Löwen wollen ja quer durch die Savanne. Und trotzdem sieht man sie erst, wenn man... Da. Okay, da. Nein, er hat ihn gut im Visier. Und dann. Da einen Bogen gemacht? Warum hat er denn einen Bogen gemacht? Warum hat der Kaffernbüffel da einen Bogen gemacht? Vor allem, wenn da einer war. Wenn gleich kommt wieder irgendeiner auf mich zugestürmt und tötet mich. Ich glaube, die haben wir getroffen. Ich glaube, diesmal haben wir ihn tatsächlich getroffen, aber wahrscheinlich auch nicht tödlich verletzt. Hat er nur ganz kurz angehalten, hat sich nicht mehr hingesetzt, nix. Problem ist auch mal mit diesen Sprintaktionen. Ich glaube, es war tatsächlich sogar der Löwe, den wir die ganze Zeit gejagt haben. Ich vermute, der wird da so rüberrennen. Exkremente, gerade eben. Okay. Vermutet habe. Das Problem wird aber sein, dass er hier irgendwo im Dickicht sich wieder dann einlummelt. Es ist halt schwierig, die Route vorherzusagen. Und das ist halt immer schwierig, wenn man er rennt jetzt hier in das Tal. Da ist auch eine Hütte. Ja, wir sollten, eigentlich sollten wir zur Hütte. Ich werde jetzt hier einfach hier oben ein bisschen langlaufen. Weil die Spuren ja doch eher darunter fahren, also quasi ins Dickicht. Was ja auch Sinn macht, das Tier wird sich ja eher ins Dickicht verschlagen als. Aber vielleicht versucht er einen Bogen zu laufen, um da wieder hochzugehen. Und wenn wir halt erhöht sind, kann man ihn eher sehen. Oder er rennt halt hier so runter. Wir müssen halt versuchen, irgendwie den Löwen
die Route des Löwen vorherzusagen. Und zwar ist gerade mein Hund oder war es gerade ein Tier? Was ein Schatten hier unten ins Tal geschmissen. Das ist oben auf Licht, dann kann man auch runter gucken. Wieder mal eine wunderschöne Aussicht. Ja, warum ich das Tier jetzt nicht verfolge, ich habe keine Blutspur gesehen, selbst nach drei Markierungen, nenne ich es jetzt mal, Spuren. Und das heißt halt, ich habe ihn gar nicht getroffen. Oder halt, wenn, wirklich nur marginal, dass er nicht mal geblutet hat. Es kann natürlich auch einfach an der Munition liegen, weil die halt, wie gesagt, eine echt geringe Durchschlagskraft hat. Das heißt, wahrscheinlich ist die gut. Was war das? Warnruf eines Kaffernbüffels. Den von hier oben zu erledigen, wäre natürlich ein Geschenk. Da. Verzogen. Aber es ist kein Tier, was auf mich zuläuft. Das ist schon mal gut. Vergesst mal, dass ich nur 5 Schuss habe. Treffer. Allerdings können diese Tiere viel, viel einstecken. Okay, wir werden gleich mal in dieser Richtung, wenn wir im Außenposten waren und den quasi eingenommen haben, werden wir gleich mal bei diesem Hügel gucken. Wir werden uns mal einen Quad gönnen und da mal runterfahren. Mal gucken, vielleicht haben wir ja noch Glück. Mal sehen die nochmal irgendwie laufen. Laufen wir jetzt Richtung Fluss, ich meine eigentlich. Müssten sie ja da irgendwie wieder auftauchen. Aber okay. Dann soll es so sein. Aber dann haben wir wenigstens einen neuen Save Point. Wir werden uns das Quad holen und dann werden wir da runterfahren. Genau.